Tag 2 in unserem Videotagebuch. Wir hatten gerade unseren ersten Test. In der Früh um 8.40 Uhr ist losgegangen. War nicht sehr gut für mich, hatten Getriebeprobleme, war lange in der Box gestanden, habe keine gute Runde zusammengebracht. Ziemlich weit hinten im Feld im Moment. Aber mach mir jetzt keinen Kopf, haben um 14.30 Uhr den zweiten Test. Da muss ich wieder Vollgas geben, gucken, jetzt läuft das Auto, wir haben alles kontrolliert und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Die anderen haben einen kleinen Vorteil jetzt, aber das ist kein Problem und jetzt schauen wir, dass wir da weitermachen, wo wir in Dubai aufgehört haben. Wir haben ja gesagt, dass ich euch meine Teamkollegen vorstelle. Ich sehe jetzt da drüben gerade einen Stefan, den holen wir. Stefan? Servus, Champion, wie geht's? Hallo. Das ist der Stefan, mein Teamkollege. Wie war dein erster Test? Hervorragend. Einen kleinen Kuss mit der Barriere gehabt, aber glücklicherweise hat es mein Auto schon gut überstanden. Und jetzt arbeiten wir weiter an der Pace, um einen schnellen Luca hinterherzukommen. Okay, das war der Stefan. Und nachher gucken wir mal, der Brandon, der müsste jetzt dann bald nachher landen, gucken wir, dass wir den noch vor Kamera kriegen. Also ein Kommentar war ja, dass man Simon sehen will. Jetzt schauen wir mal, wo der sich umtreibt. Simon? Ah, Simon. Wir haben einen Kommentar bekommen, dass du in unser Videotagebuch bist. Hier ist der Simon, der macht die besten Reifen. Und vielen Dank. Bitte, bitte, gerne. Der zweite Test ist vorbei, ich bin gerade im Hotel. War okay der Test, ich war auf Platz 3. Vor mir der Honda, der war einfach von der Performance her viel besser. Wir konnten mit dem Honda auf der Gerade nicht mithalten. Auf 2 war der Subaru, war auch sehr schnell, war, sag ich mal, 2 Zehntel schneller als ich. Und dann kam ich auf Platz 3. Ich denke, ich kann mit dem vollkommen zufrieden sein. Ich habe meinen direkten Konkurrenten, der im Moment in der Meisterschaft führt, hinter mir gelassen, den Brandon. Und bin jetzt ins Hotel, habe mich geduscht, richte mich jetzt her und dann folgt ja jetzt noch ein Nachttraining, wo wir jetzt haben, unter Flutlicht um 21.20 Uhr. Und ja, jetzt mache ich mich nochmal ready und dann geht's los. Freue mich ja sehr aufs Nachttraining, wird super cool und dann gucken wir mal, was da geht. Also der dritte Test ist jetzt auch, ich bin sehr zufrieden, war auf B1, neuen Reifen, war gut. Dann haben wir noch ein leichtes Problem mit dem Honda und mit dem Subaru mitzuhalten, weil sie einfach auf der Gerade ziemlich schnell sind. Aber bin sehr zufrieden, war okay. Morgen um 9.30 Uhr geht's los. Jetzt haben wir uns überlegt, wir zeigen euch noch ein paar Bilder und Videos, die wir heute geschossen haben. Und viel Spaß. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Ciao.